Hast noch schnell ein Selfie gemacht? Ja, ja, noch schnell ein Selfie gemacht, klar. Für Instagram musst du immer was posten, ja. Das ist natürlich schon ein spannender Termin, mit einem Kamerateam da reinzugehen und schon was anderes. Das hat man nicht alle Tage. Da kommt schon gleich der Donner. Der Donnerhall. Das ist der Donner von Franz Josef Strauß. Ich bin freudig erregt. Wolfgang Krebs ist heute in der Bayerischen Staatskanzlei zum Frühstück eingeladen. Vom Ministerpräsidenten persönlich. Da, wo ich herkomme, möchte ich nie mehr wieder hin. Ich wollte weg von einem Dienst, den ich bei der Post gemacht habe, wo ich um 4 Uhr aufstehen musste, damit ich um 5 Uhr im Postamt war, Schichtbetrieb hatte. Ich wollte weg von seltsamen Beamten, die nur aufgrund ihres Alters irgendwo nach oben befördert worden sind. Entweder man lässt sich unterbuttern, lässt sich mobben oder irgendwie was. Oder man zieht dann einfach seine Konsequenzen. Seit mehr als 30 Jahren parodiert Wolfgang Krebs die bayerischen Ministerpräsidenten. Ob Stoiber, Seehofer, Söder, er kann sie alle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte schon vor einem Jahr die allerhöchsten Beliebtheitswerte von allen. Bekam Anfragen aus der ganzen Welt wegen meinem super Krisenmanagement. Wenn sich nach den Bundestagswahlen herausstellt, dass die Merkel vor einem Abgrund steht, dann stehe ich geschlossen hinter ihr. Ich bin doch der Bessere. Ich will das hier ganz klar und ohne Zweifel einmal sagen. Ich habe mir ein Double zugelegt. Denn das, was ich in den verbleibenden Tagen noch für Bayern leisten will und muss, das kann keiner alleine niemals schaffen. Nicht einmal ich. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich bin jemand, der Leuten Spaß und Freude bringen darf. Und bin nachdenklicher, als die Leute glauben, dass ich bin. Ich bin Familienvater, habe Verantwortung immer noch für 2 erwachsene Söhne, für eine Frau, für ein Haus, für einen Hund, für meine Eltern, für meine Schwester und für Bayern. Wolfgang Krebs lebt mit seiner Frau Silvia in Kaufbeuren. Zu seinem kleinen Paradies gehören ein riesiger Garten, Hühner, Goldfische und Hund Linus. Hier findet er die Ruhe, die er braucht, denn er ist ständig unterwegs. Rund 150 Bühnen und mehr als 50 Fernsehauftritte im Jahr bestimmen seinen Lebensrhythmus. Sein Erfolg ist hart erarbeitet und war lange nicht absehbar. Schau mal hier, was ich für dich hab. Die Leute erwarten eine bestimmte Leistung von dir. Und die kann man nur abrufen, wenn man in sich selbst ruht. Also ich kann sie nur abrufen. Wenn ich nicht in mir ruhen würde und nicht wüsste, meine Beine, die stehen fest auf dem Boden. Aber gleichzeitig gibt es die Verbindung nach oben. Wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich da nicht stehen. Das ist so anstrengend, das ist emotional, geht da wirklich viel mit einem ab. Vor allem für jemanden, der wie ich ja eigentlich als Kind sehr schüchtern war. Das ist ja immer noch in einem drin. Und dieses Zuhause ist für mich ganz wichtig, dass das immer, dass da alles ganz harmonisch abläuft. Das ist ganz wichtig. Und der Linus sorgt für den Rest der Entspannung. Gell, du liebst mich, ja, das weiß ich. Ich lieb dich auch. So, ihr Lieben. Und hast du keine Angst, dass der Hund das Huhn jetzt? Nee, ja. Der liebt es total. Da schau, der schnuppert so gerne an dem Huhn. Der Linus ist in diese eine Henne verliebt. Das ist total seltsam. Ohne Schmarrn. Der liebt die ohne Ende. Der quietscht die ganze Zeit. Der möchte da gern hin. Da, das ist reine Liebe. Gell, Linus? Ha? Sag, jetzt kommst du auch noch daher. Ich glaube, die waren mal ein Paar. Komm her, komm. So, jetzt haben wir dich schon, ha? Das ist ja schön, wunderbar. Kommt man gar nicht mehr raus aus der Couch. So, jetzt sind wir gespannt. Ha, so. Da schau her. Da schau her, grüß Gott, Herr Ministerpräsident. Ja, Herr Krebs. Mensch, das ist ja ein Büro. Wahnsinn. Servus, Gott, hallo. Servus, hallo. Schön zu sehen. Geht's gut? Mir geht's gut, ja. Und selber? Ja. Oh ja, passt schon. Passt schon. Noch nie da gewesen, ne? Ich war einmal im Büro von Edmund Stoiber. Das ist ein die Wand ist anders. Gleich, aber das hier ist natürlich wirklich sehr speziell. Ja, das ist die Ahnengalerie, da ist alles drauf.
So, jetzt gehen wir mal was frühstücken. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gut. Auf geht's, komm. Dankeschön. So, jetzt gibt's was zu essen. Vorher noch mal die Ahnengalerie. Mhm. Das eigentlich Lustige ist, man weiß, man hängt irgendwann auch da. Den habe ich bewundert. Genau. Franz Josef. Ganz klar. Der ist unterbewertet gewesen, der Max Streibel. Genau. Edmund natürlich, da sieht man wirklich einmal, was für so ein Solarium da noch mal wirklich alles machen das kann. Das war ich. Ich finde diese Ahnengalerie gerade ab hier besonders spannend, ja. Ja, jetzt dann aus Sicht von Streibel wegschauen. Der Günther hat auch viel gemacht und geleistet. Günther ist natürlich auch sehr speziell. Ja. Und der Horst Seehofer, so, der fragt sich natürlich, wir warten drauf, wann du da bist. Ja, aber da wird er noch ein wenig warten. Ist das schon der Platz? Kann man ausrechnen, gell? Entweder da komme ich dann hin oder eins weiter. Ja, das würde genau aufgehen hier jetzt, dann das nächste Aber jetzt gehen wir mal woanders hin. Ja. Jetzt gehen wir in die legendäre Zirbelstube. Ah, das ist ja wirklich ein spezieller Raum hier. Da drüben hinsetzen. Ja, mach ich. Hier durch, bitte. Jawohl, mach ich. Ich kann mich erinnern, er hatte meinen ganz schweren Auftritt, mein 50. Und das war auf der Hochphase zwischen Horst Seehofer und mir. Und da kam er. Und dann hat er erst einen Seehofer gemacht, wenig Lächeln. Dann hat er mich gemacht, auch Skepsis. Und hätte er an dem Abend nicht den Stoiber super gemacht, wo dann alle wieder vereint waren beim Lachen, wäre an dem Abend eine Veranstaltung gekippt. Also insofern kann gerade die Stoiber-Parodie, die kann sogar parteibefriedend sein. Immer wieder in neue Rollen schlüpfen, sich neu erfinden. Das ist Wolfgangs Lebensthema. Die Parodie von Edmund Stoiber bringt er seit über 30 Jahren auf die Bühnen. Ohne diese Rolle wäre sein Weg als Kabarettist vielleicht ganz anders verlaufen. Ist Stolpmund Eder und ich bin der Kanisterreferent, der Ministerpräsident des ehemaligen Bayern. Und in Ihrer Stadt hat es mir besonders gut gefallen. Im Sommer 1966 wird Wolfgang im oberbayerischen Seefeld geboren. Seine Mutter ist damals erst 19, sein Vater 22. Er arbeitet bei der Bundeswehr, die Mutter ist Hausfrau. 2 Jahre nach Wolfgang kommt seine Schwester Petra auf die Welt. Im Gegensatz zu ihr ist Wolfgang ein auffallend ruhiges Kind. Ich wollte eigentlich schon nicht in den Kindergarten gehen. Ich wollte auch nicht in die Schule gehen. Das war für mich alles ein Graus. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich eben sehr, sehr schlecht gesehen habe. Ich sehe nur auf einem Auge gut und auf dem anderen sehr, sehr schlecht. Das hat damit zu tun, dass ich schiele mit Doppelbildern. Ich sehe also alles zweimal und das linke Auge, das Bild vom linken Auge wird unterdrückt. Und das war eben einfach früher als Kind beim Toben und sowas, ist es natürlich immer auch entscheidend, dass du dann, was weiß ich, eine Frisbee-Scheibe fangen kannst oder sowas. Aber wenn du das halt nicht kannst, dann bist du immer ein bisschen ein Sonderling. Vielleicht hat es damit zu tun. In der Schule ist es schwer für ihn, Anschluss zu finden. Die Familie wechselt oft den Wohnort, weil der Vater immer wieder versetzt wird. Wolfgang zieht sich mehr und mehr zurück. Das bin ich. Da sieht man auch schon am Bild, dass ich schiele. Siehst du es? Aha. Jetzt geht's los. So, da schauen wir gleich. Linus, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Das wollen wir jetzt wissen. Ja, guten Hallo, Tag, was? Grüß Gott. Hi. Du wirst sofort gefilmt. Schau. War klar. Ja, ja, genau. Komm rein, bring Glück herein. Bitte nehmen Sie Platz. Magst du was trinken? Was magst du trinken? Wasser, Cola, Kaffee. Wasser, Cola, Kaffee, alles. Du kriegst jetzt die super entsprechende Tasse. Lieblingsschwester muss da draufstehen, ist klar, oder? Nein, Lieblingsschwester, selbstverständlich. Wenn man nur eine hat. Ein Wasser und einen Kaffee. Seine Schwester Petra lebt auch in Kaufbeuren. Die beiden sehen sich zwar nicht oft, aber sind sich trotzdem sehr verbunden. Petra spürt damals, dass es ihrem Bruder oft nicht gut geht. Er war mein großer Bruder. Er ist für mich mein Ein und Alles, nach wie vor noch. Also das war früher schon so und das ist auch jetzt so. Und wo wir dann so jugendlich worden sind, da hat mein Bruder ist ja absolut
wehrlos in gewisser Weise, ja. Also er verteidigt sich nicht oder hat sich nicht verteidigt und da bin ich dann schon ein paar Mal dazwischen gestiegen. Und es gab viele Situationen in der Richtung, wo er vielleicht sogar ein bisschen Mobbingopfer war und da hat dann schon mal die kleine Schwester ab und zu eingreifen müssen und hat sagen müssen, wo es lang geht. So manch einem Klassenkameraden. Und warum wurde er gemobbt? Vielleicht genau aus dem Grund, wo er jetzt sein Kabarett macht, weil er einfach schon immer ein lustiger Kerl war, weil er schon immer Leute unterhalten hat, weil er aber nicht ins typische Schulbild gepasst hat. Auf der Bühne findet Wolfgang seinen Weg, von Mitschülern und Lehrern wahrgenommen zu werden und sich auszudrücken. Und dann natürlich, wenn es Theaterprojekte gab oder sowas, war ich immer dabei und habe immer gleich mitgespielt. Da habe ich seltsamerweise meine Schüchternheit überwunden. Da ging es natürlich schon drum, dann eben durch Witz und durch besonderen Humor, durch Rumspinnereien sozusagen, ein bisschen anders zu wirken als die anderen. Das war vielleicht irgendwie die Strategie. Wolfgang ist kein guter Schüler und geht nach der 4. Klasse auf die Hauptschule. Und was hast du für Erinnerungen an die Schule? Ach ja, gemischte Gefühle. Es war jetzt, also ich war jahrhundertelang nicht mehr hier, muss ich sagen. Ja, ist schon lange nicht mehr. Ich möchte einen meiner ehemaligen Lehrer treffen, den Herrn Bartels. Ab und zu sieht man sich ja mal so in der Straße oder so und grüßt sich kurz. Er ist immer braun gebrannt, er ist immer gerade vom Urlaub, halt Lehrer, logisch, ja, ist ja klar. Er ist auch einer gewesen, der uns auch ein bisschen politisch gebildet hat. Er war natürlich totaler Linker, aus meiner Sicht natürlich. Damals war ich ja junge Union-Sympathisant und habe das cool gefunden, weil ich der Einzige war von der Klasse, der für die junge Union war und der Franz Josef Strauß cool fand. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal zu ihm gesagt habe, ich werde mal Bundeskanzler. Und er sagt, du wirst kein Bundeskanzler. Hat er mich natürlich auch geläutert irgendwie, aber er wusste nicht, dass ich wenigstens Ministerpräsident werde. Und da bin ich schon stolz. Bin ich mal gespannt, was er heute dazu sagt. Antje, grüß dich. Welche Freude. Das ist ja heute. Du machst ja bisher das Hausmeister-Ehepaar. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen bist du da. Genau. Jetzt haben wir zwei meiner Klassenkameraden. Ist klar. Der Wolfgang war früher schon immer. Der hat alles nachgemacht. Jede Stimme in der Klasse konnte er nachmachen. Das war für uns nicht immer lustig, gell, Andreas? Also manchmal hat es schon ein bisschen genervt, aber es war doch immer irgendwie witzig. Ja. Der Peter, der Horst. Die Emanuela. Heike, Entschuldigung, genau. Ja, grüß Gott. Warte mal, ob da Ähnlichkeit da ist. Ja, kein Schnauzer mehr. Servus, grüß dich. Servus. Grüß Gott, grüß dich. Servus, meine Verehrung, welche Freude. Ja, ja, vom Tennisplatz. Ja, ja. Nadisch. Vom Fahrradfahren. Von was? Vom Fahrradfahren. Fahrradfahren vom Ballermann habe ich gar nicht. Gar nicht mehr so gut, weißt du? Der Wolfgang war ein pflegeleichter Schüler, der unheimlich witzige Bemerkungen loslassen konnte, wo die ganze Klasse gebrüllt hat vor Lachen. Ich mache mal euer wieder umgedreht, um es nicht zu merken. Aber er war wirklich witzig. Er war wirklich ein witziger Bub, sprachlich unheimlich geschickt, muss ich sagen, damals schon. Er hat auch keine Witze gemacht, die irgendwie blöd waren oder frech waren, sondern eher hintergründig und ein bisschen sarkastisch manchmal. Das hat mir gut gefallen eigentlich bei ihm. Reinhard Bartels ist damals ein junger Lehrer, kommt direkt von der Uni und lässt seinen Schülern viel Freiraum. Ein Glück für Wolfgang. 1981 schafft er seinen Abschluss und entscheidet sich, eine Lehre zu machen. Ich war damals schockiert, als er mir seine Berufswahl genannt hat, dass er zur Post gehen will. Und ich dachte, nee. Also, für den Wolfgang hätte ich mir was anderes vorgestellt, wo er viel mit Menschen zusammen ist. Und natürlich immer schon verbal. Aber damals hatte ich auch überhaupt gar keine Vorstellung, was ich mal werden will. Das war dann schon auch ein bisschen geprägt vom Elternhaus. Meine Eltern haben irgendwie gemerkt, der hat zwei linke Hände, aber irgendwie so Hand. Mein Vater ist Elektriker und der wusste also mit dem, wenn du den Keller schickst und der soll eine Zange holen, dann holt er dir was weiß ich was, aber nicht das, was du brauchst. Und der hat gesagt, bevor ein Meister an dir verzweifelt, musst du irgendwas anderes machen. Und dann war es tatsächlich so, dass eben damals die Post ausgeschrieben hat und dann haben wir uns bei der Post beworben. Also ich habe mich bei der Post beworben. Mit Anfang 20 ist er gelernter Postbote, arbeitet im Schichtbetrieb. Doch schon bald merkt er, dass der Beruf nichts für ihn ist. Es beginnt eine schwere Zeit. Du lernst diese ganzen Alltagsdramen kennen,
Du bist bei Alkoholikern und der früh um 8 in der Wohnung klingelst dir raus, die stehen nackt vor der Tür und da drin stinkt's nach Erdöl, nach Alkohol und nach Zigaretten und du weißt genau, was los ist und dem gibst du halt so eine Zustellungsurkunde und der pöbelt dich an. Und wenn du da wirklich in den untersten Gehaltsklassen arbeitest, dann bist du null wert. Und jeder, der meint, der hat eben ein bisschen eine bessere Ausbildung, meint, auf dir rumhacken zu können. Der Wolfi wollte es nicht mehr machen und ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie können wir das anders machen? Ja, was können wir da machen? Und dann haben wir halt schwer diskutiert, wie wir das jetzt anstellen können, dass wir das den Eltern verklickern, dass er jetzt was anders machen möchte. Die Eltern leben auch in Kaufbeuren. Heute schaut Wolfgang bei seinem Vater vorbei. So, guten Morgen. Grüß dich. Guten Morgen, Wolfgang. Grüß dich. Ja, sag mal, Linus. Magst du gleich rein? Kommst du zu mir? Ja. Weil Wolfgangs Mutter wegen eines Hüftleidens gerade im Krankenhaus liegt, muss sich der Vater allein versorgen. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, wie du siehst. Einmal frei, ja. Genau, der Mutter auch, ja. Nee. Nicht? Mei, das dauert noch, bis die rauskommt aus dem Krankenhaus. Also jeden Tag eine andere Entscheidung. Mhm. Aber sie kann noch nicht laufen, das geht einfach nicht. Mhm. Mhm. Werden wir sehen. Auch aus Sorge um Wolfgang sind die Eltern damals nicht begeistert, dass er seine sichere Stelle bei der Post aufgeben will. 12.30 Uhr machen wir das Ding, glaube ich, zu. Ich habe gesagt, du hast einen Beruf. Wenn du jetzt noch einen hast, ich kann mir das nicht leisten. So viel verdiene ich nicht, dass ich die aushalte. Ich sage, der Vater, das ist kein Problem. Dann ging er zum Radio und hat dort gejobbt und hat sich da das Geld verdient. Und dann lief das. Also es gibt ja immer diese zwei Strategien, weg von hinzu. Und in dem Fall war es weg von erstmal. Aber schon auch, wenn ich das alles schaffe, dann werde ich eine bessere Position im Leben erreichen können, wenn ich nochmal zur Schule gehe. 1987, Abschluss Berufsaufbauschule dann, also Realschule, gab es ein Abschlussstück. Und zwar war das Die Bürgschaft von Schiller als Schattenspiel. Und ich habe den Erzähltext gesprochen. Und der Lehrer hat gesagt, also da ist jetzt das Rednerpult, da wäre das Mikrofon dran. Und Rednerpult, Mikrofon, ich dachte sofort an Franz Josef Strauß. Und dann bin ich an das Rednerpult und habe die ersten Sätze der Bürgschaft aufgesagt. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Daumen, den Dolch im Gewande. Dann war ein Riesengelächter bei der Probe. Ein Riesengelächter, wie es denn sowas gibt. Ja, das Rednerpult verzaubert mich irgendwie. Das ist einfach so wirklich in dem Moment über mich gekommen. Er jobbt beim privaten Radiosender Radio Allgäu in Kaufbeuren, liest hin und wieder die Nachrichten. Weil er seine Sache gut macht, wird ihm sogar die Stelle als Studio- und Verkaufsleiter angeboten. Das Leben meint es endlich gut mit ihm. Die Arbeit beim Radio war für mich eine totale Erleuchtung. Dass es so eine Form von Arbeit überhaupt gibt, das hat mich total gewundert. Also ich dachte immer, Arbeit muss hart sein und anstrengend und sowas. Und es war streckenweise auch, aber es war halt wahnsinnig bereichernd. Es war eine tolle Zeit, die von Herausforderungen geprägt war, aber auch von unglaublich tollen Momenten. Auch privat läuft es für Wolfgang gut. 10 Jahre ist er schon mit seiner Jugendliebe zusammen. 1992 heiraten die beiden. Wolfgang ist 26 und hofft, dass sein lang ersehnter Traum wahr wird. Er will Vater werden. Doch seine Frau möchte keine Kinder. Und schließlich scheitert die Ehe nach nur 2 Jahren. Für Wolfgang bricht eine Welt zusammen. So, Linus, jetzt schau mal. Ha? Ja, wer ist da? Ha? Guten Tag. Der Linus hat eine Zecke. Was? Der Linus hat eine Zecke, aber du kannst mir schnell was ausladen helfen. Ich hatte so ein Glück, dass ich praktisch unmittelbar danach dann schon die Silvia kennengelernt habe. Okay. Linus, komm mit, dann operieren wir. Komm. Kurz vor dem Scheidungstermin lernt er Silvia kennen. Sie ist ein Jahr älter als er und arbeitet als Bürokauffrau. Der war so sympathisch, so offen, so herzlich und so zuvorkommend. Das fand ich einfach total toll, wie ihr Mann einfach so, ja, so aufmerksam ist. Und das beeindruckt mich eigentlich immer noch, dass er wahnsinnig ehrlich ist, also wahnsinnig gerade raus und eigentlich immer gute Laune hat. Das ist eigentlich schon sehr schön. Nur 2 Monate später ist Silvia schwanger. Jetzt scheint doch noch alles gut zu werden. 1993 kommt Tobias zur Welt. Ein Jahr später heiraten Wolfgang und Silvia. Wieder ein Jahr später bekommen sie Philipp. Jetzt ist die Familie komplett. Das war richtig toll, weil ich war gern junger Familienvater, ganz ehrlich, es war super.
Und es war ganz häufig so, dass vor allem der Tobi auch oft immer gesagt hat, Papa, erzählst du uns noch eine Geschichte. Und das war immer so unser Ritual. Das war immer recht schön eigentlich. Und ich glaube, das ist bis heute geblieben, eigentlich so. Wenn es um die Kinder geht, dann rührt dich das immer an, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Als seine Söhne entscheiden, auszuziehen, ist das für Wolfgang nicht einfach. Philipp, der Jüngere, lebt im 90 Kilometer entfernten München und schaut regelmäßig bei den Eltern vorbei. Nee, den machen wir jetzt, schneiden wir ihn erstmal. Aha. Ja, dann drehen wir ihn um, schmieren ihn mit Senf ein, würzen ihn ganz kurz und dann wickeln wir ihn zusammen. Okay. Und dann in den Spieß. So, du sagst ja, mir, was ich tun muss. Geradeaus, einfach gerade runterschneiden. Ist das scharf genug? Das ist scharf, ja, das ist richtig scharf. Ich würde aufpassen. So? Ja. Ja, das passt schon. Nicht so tief, nicht so tief, nicht so tief, nicht so tief. Ach so, nicht so. Nein. Nur so einsetzen. So leicht schon. Nicht so tief. Gut. Das ist auch kein Mensch, der jetzt mit Traurigkeit so umgeht, dass er sich versteckt. Ich glaube, da hat er uns auch gezeigt, Emotionen ist jetzt nichts, was man sich reinfressen soll. Also der Papa findet es jetzt nicht schlimm, vor uns zu weinen. Philipp ist 28 und arbeitet als Unternehmensberater. Der ältere Sohn Tobias lebt in Berlin. Als die beiden noch klein sind, managt Silvia die Familie weitgehend allein, weil Wolfgang wegen der Arbeit wenig zu Hause sein kann. Nein, nein, der verbrennt er uns. Für was ist der denn? Um später die Kruste drauf zu machen. Und, hat's klappt? Einwandfrei. Sieht toll aus. Das Miteinander ist was Besonderes. Perfekt. Also ich habe mir das immer schon sehr gewünscht, ja. Super. Mal geht's uns gut. Und ich bin wirklich voller Freude. Es sind Tränen der Freude, wirklich. Die ich einfach so hab, weil ich mir denke, so, was für ein Glück. Für viele Leute stellt sich das so nicht ein. Und da bin ich dankbar, da bin ich einfach dankbar. Sicherlich gab es auch mal ganz massive Schwierigkeiten. 1992 bekommt Wolfgang das Angebot, einen kleinen Verlag zu übernehmen, der ein lokales Wochenblatt mit Veranstaltungstipps herausbringt. Weil er gute Kontakte in die örtliche Kabarett- und Musikszene hat, traut er sich das zu. Erfahrung in dem Bereich hat er keine. Schon bald schreibt der Verlag rote Zahlen. Nach 2 Jahren muss Wolfgang Konkurs anmelden und alle Mitarbeiter entlassen. Ein schwerer Schritt für ihn. Doch neben seinem Gefühl des Scheiterns kommt hinzu, dass er auf einem Berg Schulden sitzen bleibt. Damals, als das passiert ist, dass die Firma plötzlich pleite war, da bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Und das war wirklich von heute auf morgen eine totale Veränderung der gesamten Situation. Wie bist du da rausgekommen aus dem Loch? Eigentlich nur mit Hilfe meiner Eltern. Die haben damals eine Bürgschaft übernommen. Aber damals waren es 75.000 Mark ungedeckter Schulden. Junger Familienvater, gerade frisch verheiratet. Die Firma in den Sand gesetzt, ich musste mir einen Job suchen. Ich musste irgendwie schauen, dass ich dann 600 Mark, damals 650 Mark jeden Monat, übrig hatte, um das Darlehen zurückzuzahlen. In den Folgejahren nimmt Wolfgang unterschiedliche Jobs an, pendelt nach Landsberg und später nach München. Er steht unter Druck, muss die Familie ernähren. Mitte der 1990er Jahre bewirbt er sich dann bei den Privatsendern als Verkäufer von Werbezeiten. Der Job liegt zu dem Zeitpunkt weit über seinen Fähigkeiten. Das war ja das Verrückte bei einem Bewerbungsgespräch bei ProSieben. Dachte ich mir, naja, die Karten sind vielleicht schlecht. Du hast ja dann einen Verlag in den Sand gesetzt, selber mal. Und das fand der Geschäftsführer richtig cool. Der hat gesagt, also in Amerika gibt es häufiger, da sind das die Besten, die eben einfach mal einen Laden in die Grütze gefahren haben. Das sind die, die man am besten brauchen kann. Und schauen Sie mal, Herr Krebs, Sie haben eigentlich alles gesehen. Jetzt fehlt Ihnen nur noch die Fernsehwerbung und wir arbeiten Sie systematisch ein, dass Sie das können. Medienmanager in München und im Allgäu auf Theaterbühnen. Zusammen mit seinem Freund Georg Ried tritt Wolfgang in der Zeit immer wieder daheim auf, wie hier im Stadeltheater Bloenhofen im Rahmen der Marktfestspiele, eine Art Nockerberg im Allgäu, meistens in seiner Rolle als Edmund Stoiber. Georg moderiert auch die BR-Sendung Schwaben weiß blau.
Sein Anruf wird 2004 dafür sorgen, dass sich Wolfgangs Leben grundlegend verändert. Das war eine ganz tolle Geschichte. Und zwar waren wir in der Redaktion zusammengesessen. Es ging um die Einteilung der Promis, wie sie im Saal sitzen. Auch Edmund Stoiber war angesagt. Und während dieser Redaktionssitzung kam der Anruf von der Staatskanzlei: Stoiber kann nicht kommen. Jetzt waren wir natürlich enttäuscht. Was tun wir jetzt noch? Wie zu den Redakteuren gesagt, das ist gar kein Problem. Wir nehmen unseren Stoiber, meinen Stoiber. Ja, was für einen Stoiber? Dann sage ich, ich habe einen. Der macht bei uns bei den Marktfestspielen im Blonhof mit. Der heißt Wolfgang Krebs. Und der arbeitet drüben in einem anderen Sender. Den rufen wir schnell an. Habe ich mein Handy rausgenommen und habe gesagt: Wolfgang, du, ich sitze gerade in der Redaktion beim Bayerischen Fernsehen und die brauchen einen Edmund Stoiber. Hättest du Zeit? Warte, ich gebe dir schnell den Redakteur. Und dann hat der Redakteur gesagt: Ja, hallo. Dann hat der Wolfgang Krebs gesagt: Ja, grüß Gott, hier ist der Ministerpräsident aus Bayern, Edmund Stoiber. Was kann ich denn für Sie tun? Und es war sofort gekauft, alles hat gelacht. Als bayerischer Ministerpräsident habe ich mich stets ganz persönlich um die Narrenförderung eingesetzt. Das beweist nicht zuletzt mein neuer Generalsekretär Markus Söder. Denn nur wer schneller redet, als er denkt, der kann auch schneller handeln. Mit diesem Fernsehauftritt beginnt Wolfgangs Weg als Kabarettist. Von heute auf morgen ist er überall gefragt, in Fernsehsendungen und auf großen Veranstaltungen. Doch hauptberuflich jettet er immer noch als Medienmanager durchs Land und jongliert mit Millionenbeträgen, inzwischen für RTL 2. Ich bin der Wolfgang Krebs und habe einen Termin bei Niki Schulze-Sölde. Er kommt gleich runter und wird sie abholen. Alles klar. Hallo Wolfgang. Niki, grüß dich. Servus. Schön, dich zu sehen. Lang, lang ist's her. Mensch, Wahnsinn. Nicole Glatzmeier. Welche Freude. Das ist ja Wahnsinn. Ey, Mensch. Grüß dich. Gestern war ich beim Ministerpräsidenten, heute bei euch. Das heißt, heute ist definitiv der wichtigere Termin. Es war ja von Anfang an klar, dass er das machen müsste. Als du das gehört hast und die ganze Firma da hier so drauf abgefahren ist und es so lustig war und so viel Spaß gemacht hat, war einfach klar, er kann ein großes Publikum unterhalten. Und deswegen habe ich ihm das immer wieder unter die Nase gerieben. Nachdem ich eben den Kontakt hatte und wusste, da gibt es jemanden, an den kann ich dich vermitteln, der hilft dir und der baut dir das auf. Die Entscheidung, ob er den Sprung als Vollzeitkabarettist wirklich wagen soll, fällt ihm nicht leicht. Zu groß ist die Angst, wieder zu scheitern. Werde ich jemals überhaupt in diese Sicherheit reinkommen? In einem freien Job, in einem Kunstmarkt? Das war schon ein Risiko. Doch 2008, mit 42 Jahren, wagt er es. Er hängt den gut bezahlten Managerjob an den Nagel und tourt seither mit seinen eigenen Programmen durch Bayern. Autofahren ist Arbeitszeit, ganz klar. Weil ich ja häufig auch jemand anrufe oder wenn mir was einfällt, weil ich im Radio was aufschnappe beispielsweise, halte ich dann auch an, schreibe was in meine Notizenfunktion und da habe ich wieder eine Idee für eine neue Nummer irgendwie. Es ist Arbeitszeit, aber das Auto an sich nimmt mir ja durch diese ganzen elektronischen Hilfen. 400 Metern rechts halten. Da, ich soll mich rechts halten, das sagt es mir, da muss ich gar nichts machen. Das Auto nimmt mir so viel ab. Ich weiß, dass wir jetzt 14.45 Uhr im Querstudio ankommen und das beruhigt mich schon immer sehr. Und danach geht es ja dann heute auch gleich weiter. So sind die Termine, gell? Eins nach dem anderen. Seit 20 Jahren steht er jeden Donnerstag bei der BR-Sendung Quer als Schlussnummer mit Christoph Süß vor der Kamera. Ja, da ist ja schon wer. Ja, grüß Gott. So. Grüß Gott, grüß Gott. Heike, grüß dich. Stoiber, Seehofer, Söder, Aiwanger oder Habeck. Hier hat er sie alle auf den Schirm gebracht. Ich habe heute die falschen Socken an. Normal bin ich wirklich 100% vorbereitet. Aber ich hätte zur Not noch im Auto, weil ich bin ja wirklich zuverlässig, noch mal ein schwarzes Paar Socken. Brauche ich aber nicht. Ich verstecke das heute. Die Hose kommt etwas weiter runter, dann sieht man das nicht. Herr Süß, grüß Gott. Guten Tag, guten Tag. Ich freue mich, ich sitze auf deinem Platz. Du bist schon da. Ich weiß es nicht, weil ich so strebsam bin. Das geht so leicht. Also es geht wirklich so leicht mit ihm. Das ist fantastisch. Der ist ein so enormer Kommunikator. Das ist wirklich faszinierend. Das ist, wo immer er auch ist, er fängt mit Leuten immer ein Gespräch an. Und zwar so ein
Positives und Konstruktives, wo die lustig sind und wo die Spaß haben dran. Und der macht ja immer auch sofort eine Nummer. Also er kommt ja immer ins Spiel. Also sobald er was erzählt, spielt er sofort die Szene und das ist auch klasse, ihm da zuzuschauen. Das ist ein großes, großes Talent. Ich fühle mich heute wie im falschen Körper. Da muss man schon richtig schauen. So ist der Ebungen. Liebe Leute, ich lasse mir nicht alles gefallen. Also bei mir fangen diese ganzen Sachen immer erst mal im Kopf an. Tatsächlich höre ich erst den Hubert Aiwanger. Also ich höre den bei mir im Kopf. Ich ersetze meinen Dialog durch den internen Dialog. So die Stimme, wie man immer so mit sich spricht. Ja? Und dann macht es auf einmal so bei mir im Kopf. Und dann habe ich die Stimme verändert und dann geht es noch darum, ab und zu die Körperhaltung zu verändern. Hubert Aiwanger hat so ab und zu so ein kleines Zucken oder hat irgendwo sowas, hält sich so die Wut, die er vielleicht hat, so ein bisschen so. Ja. Und so ist es auch bei Horst Seehofer. Das einfach zurücklehnen, das Unterkinn aushängen. Und da bin ich Horst Seehofer. Oder Edmund Stoiber, was auch immer Sie brauchen. Schau mich an, geh mal rein ins Studio. Ja, in das Licht hinein. Servus. Servus, grüß dich, Roman. Servus, guten Tag. Guten Tag. Nicht erschrecken, haben wir kommen aus dabei. So, hier habe ich alles, was ich brauche. Ich habe meine Traktoren, meinen Gockel, meine wichtigen Ordner. Da steht alles drin, was wichtig ist. Und das war's schon wieder. Das könnte Ihnen so passen. Erst das Land deindustrialisieren und dann noch gerade mal 45 Minuten Arbeitszeit in den Feierabend verabschieden. Typisch linksgrüne Großstadtelite. Und dafür soll der hart arbeitende Mittelstand Rundfunkgebühren bezahlen. So wie heute sieht sein Kalender an vielen Donnerstagen aus. Nach Quer geht's auf die Bühne. Heute ins oberbayerische Rottenbuch. Dass Silvia ihn seit fast 10 Jahren begleitet, hat seine Gründe. Früher war er meist allein unterwegs. Herzer. Linus? Viele, die mit mir arbeiten und dann sehen, dass ich halt reinkomme, meine Koffer auspacke und dann alles aufbaue und dann wieder so normal zusammenräumen, die denken immer, du hast einen Fahrer und hast Menschen, die das alles machen, dann bist du doch einer, der das selbst macht. Und ich mache das sehr gerne, weil das mein Ritual ist. Eben alles aufbauen und dann in diese Rolle reinkommen. Aber ich verstehe mich tatsächlich als Dienstleister. Als jemand, der die Aufgabe hat, das Publikum an den Abend zu erfreuen. Der Linus läuft immer durch die ganzen Reihen erst einmal, schnuppert alles ab und schaut eigentlich. Im Prinzip ist es wie die Spürhunde vom Ministerpräsidenten. Silvia ist inzwischen eine wichtige Stütze bei seinen Auftritten. Sie ist Tourbegleitung, Buchhalterin und Kostümbildnerin in einem. Doch an die Rolle als die Frau von musste sie sich erst gewöhnen. Am Anfang war es schwer, sehr schwer, weil man hat eigentlich immer nur einen Wolfgang gesehen und mich eigentlich dann gar nicht. Schon, wenn du immer dahinter stehst, manchmal schon nicht so einfach. Oder wenn die Leute einen dann treffen, die grüßen dann mit Wolfgang, ja. Und wenn du dann alleine irgendwo auftauchst, dann kann es auch mal passieren, dass dich einfach gar keiner kennt, gell? Silvia und Wolfgang sind auf dem Weg zu Tobias, ihrem ältesten Sohn. Die Abnabelung von seinen Kindern ist für Wolfgang damals ein schmerzhafter Prozess und einer der größten Einschnitte in seinem Leben. Als die zwei ausgezogen sind, zuerst der Tobi und dann nach einiger Zeit dann eben auch der Philipp, das war für mich ein Horror. Immer wenn wir telefonieren, ist er in irgendeiner Rolle verfangen. Er hat ja tausende von Persönlichkeiten. Dann muss man erstmal sich organisieren und denken, okay, mit welcher Persönlichkeit spreche ich so ein bisschen. Sehr überspitzt dargestellt, aber es ist sehr, sehr lustig. Aber nein, manchmal kommt er dann so auch wieder über seine verschiedenen Persönlichkeiten dann zurück zu sich. Deswegen, es gibt den sehr, sehr strukturierten Papa. Dann gibt es den lustigen Papa, es gibt den Lebensweisheiten-Papa. Und es gibt aber auch die verschiedenen Charaktere des Komiker-Papas. Workout. Guten Tag. Ja, so, hey, wie geht's dir? Gut, einmal vor. Hallo, Mama. Ich grüß dich. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Komm rein. Wie war's? Ja. Hierher zu kommen? Und was hast du gerade gesagt? Du musst Natur sehen, das ist wichtig. Ich war 4 Wochen lang weg. Ja, genau, du warst ja die eine Woche bei mir dann noch eine da. Woche da, dann waren wir erst in Zürich und dann sind wir nach Dings geflogen und dann wieder zurückkommen. Dann warst du da. Ich war in Franken und hab da drum meine Auftritte gemacht, dann wieder zu runter.
Seit 5 Jahren lebt Tobias hier in Berlin. Genau wie sein Bruder hat er Wirtschaft studiert. Er arbeitet inzwischen als Social Media Manager in einer Werbeagentur. Es gibt ganz oft den typischen toxisch-maskulinen Vater, der zum Beispiel ein Alkoholiker ist, der aggressiv ist, der nicht nahbar ist, der nicht greifbar ist, keine Emotionen zeigt und sowas. Dieses typische toxische Bild. Und ich finde es sehr, sehr schön, ich bin sehr stolz darauf, dass mein Vater mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu entfalten, wie ich möchte, egal ob das, wie männlich und weiblich das ist. Und deswegen glaube ich auch, dass ich zu so einem, in meinen Augen, guten Menschen geworden bin, weil mein Vater so ein guter Mensch ist. Ja, und weil ich mich niemals für bestimmte Dinge rechtfertigen musste, weil er das auch nicht getan hat. Er ist unzensiert, er selbst. Zwei Tage kann Wolfgang bleiben. Trotz seines vollen Terminkalenders versucht er, so oft es geht, Zeit mit seinen Söhnen zu verbringen. Ja, das ist schön gemacht. Ich muss jedes Mal mit Tränen ringen, wenn ich gehe. Ja, das ist schon, das ist für mich schon ein Kampf. Ja, das kann es auch gar nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß ja, dass ich ihn wieder sehe und alles, aber es ist trotzdem. Ist das die Sorge? Nee. Nee. Es ist einfach, weil man sich halt da längere Zeit nicht mehr sieht. Das mein, ja, ja. Also, weil wir uns dann ein paar Worte, ich weiß nicht, ich bin an jedem Feiertag da. Ich bin so oft euch besucht und ihr ja, genauso. Stimmt schon. Ey, Sorge. Nee, du hast keine Sorge, ich habe keine Sorge. Ich habe ja keine Sorgen. Das Glückliche ist, ich habe mit dir keine Sorgen. Ja, schau. Es ist wirklich schön. Als Tobias und Philipp Kaufbeuren verlassen, arbeitet Wolfgang noch mehr, ist noch weniger zu Hause. Doch auch Silvia leidet unter der Stille im Haus. Das hat sich so eingebürgert. Jeder hat dann sein Hobby gehabt, seine Freunde gehabt, das gemacht, jenes gemacht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir haben nichts mehr zusammen, sondern jeder macht bloß noch das, was er eigentlich mag. Oder der Wolfgang ist dann alleine gefahren und ich war dann 2 Tage irgendwie mit meinen Freundinnen weg oder so. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, also jetzt wird es echt kritisch, weil also entweder wir finden jetzt wieder zusammen oder es driftet komplett auseinander. Die Krise zwischen den beiden spitzt sich zu. Das Wort Trennung steht plötzlich im Raum. Bis zu diesem Winter 2014. Und da hatte ich dann einmal so kurz vor Weihnachten, ich wollte eigentlich wegfahren und dann habe ich gedacht, nee, jetzt sind wir wieder, er daheim, ich fahre weg. Und dann habe ich wirklich umgedreht, bin heim und dann habe ich gesagt, so Wolfgang, jetzt müssen wir reden. Jetzt ist der Punkt, jetzt ist die Kippe da, weil sonst funktioniert nichts mehr. Und dann haben wir alles auf dem Tisch. Und er war dann sofort bereit, auch sofort das Gespräch und hat eigentlich das Gleiche gesagt wie ich. Also jetzt müssen wir es, weil sonst wird es kritisch. Wir haben das Reden lernen müssen, weil wir, bei uns gab es schon so Situationen, wo wir mal dann auch ein paar Tage nicht gesprochen haben oder sowas. Ja. Und das ist eine ziemlich quälende Geschichte eigentlich, weil das einfach wahnsinnig lange dauert, bis man den Weg wieder findet. Und so weit lassen wir es heute nicht mehr kommen. Heute wird alles versucht, sofort zu besprechen. Seither versuchen Sie, immer zusammen zu Wolfgangs Auftritten zu fahren, verbinden seine Arbeit oft mit einem gemeinsamen Wochenende. Viele Leute finden es auch total schön, die Veranstalter vor allem, dass wir da zu zweit unterwegs sind, dass wir dann eben auch so, ja, mehr oder weniger wie so einen Familienbetrieb haben, dass der Hund jetzt dabei ist, das ist schon schön. Und Silvia kriegt auch viel mit und die kann mir hinterher auch sagen, war der Auftritt jetzt gut oder war er schlecht oder waren die Veranstalter komisch oder wie auch immer, wir reden natürlich dann da manchmal drüber. Ich mische mich dann einfach unter das Publikum in der Pause oder so und da hört man ja dann so, was die Leute für Feedback haben und das ist ja immer ganz interessant, weil die können mich ja nicht zuordnen oder so, sondern... Jetzt schon, jetzt bist du der Fernsehstar. Die Aufregung steigt auf ihren Höhepunkt. Wir haben jetzt einen unglaublichen Gast. Das Auto ist vorgefahren. Liebe Frauen, Männer, Männerinnen und Männer, begrüßen Sie mit mir den Ministerpräsidenten von Bayern. Hier ist er, Dr. Markus Söder. Ja, bin schon da. Danke, danke. Servus da, servus da. Super, super, super. Vielen herzlichen Dank, danke. Man hat mir gesagt, ich soll mich ganz kurz vorstellen.
mache ich natürlich in 5 Sätzen. Erstens, ich weiß alles. Zweitens, ich kann alles. Drittens, ich traue mir alles zu. Fünftens, ich entscheide alles. Siebtens, alleine. In dem Moment, wo ich den ersten Tritt auf die Bühne mache, ist alles weg, weil es ist ein Schutzraum. Diese Bühne, so offen die ist und so verletzlich man eigentlich sein könnte, ist sie für mich eigentlich ein Schutzraum. Weil ich keine Zeit habe. Mein Gehirn ist so beschäftigt damit, Texte aufzusagen, Dinge auszulösen, in dem Moment ein Wort zu verzögern und dann erst auszusprechen, einen Versprecher richtig zu platzieren. An der Stelle drehst du dich nochmal um und dann schaust die Leute nochmal an. All diese Sachen, das sind die Dinge, die ich da beschäftige. Das ist für mich 2 Stunden lang nur Freude. Also sogar die Greta Thunberg hat sich bei mir gemeldet und hat mir gratuliert. Wegen meiner Anordnung ist das Weltklima besser geworden. Weil es gab keine Flugbewegungen mehr, die ganzen Kondensstreifen am Himmel waren weg. Kinder in Bahn konnten erstmals wieder den klaren blauen Himmel erblicken, so schön hat sich die Natur zurückentwickelt. In Ingolstadt hat man sogar das erste Mammut wieder gesichtet, hat sich hinterher herausgestellt, das war der Seehofer, der dann Pelzmantel angehabt. Du hast aus den wirklich einfachsten Voraussetzungen, aus schlechten Angewohnheiten, Lernfaulheit, was weiß ich was alles, trotzdem noch alles so hingebogen, dass du am Schluss einer von wenigen bist, die eben für ihr Leben alles so erreichen konnten. Und es gab so einen Moment, wo mir das so bewusst geworden ist. Also als ich habe einen Verdienstorden bekommen und da war das einfach so, dass du denkst so, ach krass. Und dann feierst du das mit deinen Kindern und da gab es eben den Moment meist so, wo du einfach merkst, du kriegst die Anerkennung, nach der du dich oft auch gesehnt hast. Ich bin stolz und weiß aber auch, dass das nur teilweise mit mir zu tun hat. Das hat auch mit dem Umfeld zu tun. Das ganze Umfeld muss stimmen. Wenn du einen Lebenspartner hast, auf den du dich verlassen kannst, wenn du nicht Kinder hast, die das auch mittragen, wenn du nicht Auftraggeber hast, die das mitmachen. Wenn du dann ein Publikum hast, das dich liebt, dann geht das nicht. Und das kann morgen vorbei sein. Und das ist mir bewusst. Erzähl jetzt kurz ein bisschen. Sie, meine Kaminkehrerin. Denn übrigens, was ist der Unterschied zwischen einer Elster und einem Kaminkehrer? Verstehen Sie den? Also die Elster hat einen schwarzen Schwanz und einen weißen Körper und der Kaminkehrer hat eine Leiter. Dankeschön! Und wieder! Auf Wiedersehen! Wieder.